Das ist hier. Der 8 Hektar gehört im Lützebäuer Stadt. Und wo heute die Industrie abgegangen hat, man arbeiten, als der Verein gegründet mit Freunden von der Lei, die sich an zu Idee gemerkt gesagt haben, für Heiräuser ein Musik zu machen, für das Tradition aus der Gegend lebendig zu halten. Das Schiefer Freilichtmuseum Obermartelingen liegt an der belgisch-luxemburgischen Grenze. Der Schieferbergbau dieser Region lässt sich bis in die Römerzeit zurückverfolgen und wurde erst 1986 endgültig eingestellt. Die ersten Gruben waren kleine Familienbetriebe, die sich nach 1790 in der Gegend von Martelingen niederließen, um Schiefer unterirdisch abzubauen. Mit Hammer und Pickel wurde der Schiefer bearbeitet und vom Felsen gelöst, um die 70 Kilogramm schweren Blöcke dann auf dem Rücken mittels Leitern und über Treppen ans Tageslicht zu tragen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kaufte die deutsche Handelsfirma Gebrüder Rother alle kleinen Schiefergrubenbetriebe auf. Sie verfügte über genügend Kapital, um in die Betriebe zu investieren. Durch den Ankauf von Dampfmaschinen und der Anbindung an die Schmalspurbahn Jangeli entstand eine Industrie, der es möglich war, ihre Produkte im Großen zu exportieren. Um 1900 waren bereits um die 600 Arbeiter in Hochmartelingen angestellt. Nach 1960 wurde der Zusammenbruch der Schieferindustrie in Luxemburg offensichtlich. Neue Materialien für die Dachdeckung sowie der Import von billigen ausländischen Schieferplatten waren die Hauptkonkurrenten des einheimischen Schiefers. 1986 wurde die letzte luxemburgische Schiefergrube geschlossen. Es wird dem Besucher ausführlich erklärt, wie der Schiefer verarbeitet wurde. Und dann immer zu gucken, dass der Vorn so groß wie meistens war, da denke ich nicht auf die Stängel, weil 75 bis 80% war Aufwand. Ja, also, wenn es läuft, als ein großer Stängel so ein kleiner Gift machen, doen we 90% Aufwand. Das wäre ein bisschen blöd, maar houdt ze daar, zit geen meer jeppes heen. Moest dat aufgezeichnet? Ah, an den einen und dann auf die andere Seite, wo so ein Kopf gemeten, das war mir einfach schaffen. Als er dann ein 50 Stück hat, wird es hier hinten gesät, dann ist es auf einmal zu schnell. Immer meistens, das geht, das Garten weg, und immer kurz geschnitten. Das geht besser wie, so ganz, das probieren wir, wie in ein Kiet zu drücken, das geht bald nicht. Das ist immer kurz halen. Und dann so, da hat er einen. Höhepunkt ist der Abstieg in eine Grube, in welcher der Schiefer gebrochen wurde. So eine Stollenbesichtigung unter fachmännischer Führung durch die Gänge ist für alt und jung ein unvergessliches und bleibendes Erlebnis. Die Temperatur unter Tage beträgt ganzjährig 8 Grad, daher ist eine Jacke anzuraten. Viel Wissen über die Entstehung und den Abbau von Schiefer wird an den Besucher gebracht. Leider ist aber nur der obere Teil der Grube zugänglich. Die unteren Gänge liegen unter Wasser. Nach 20 Minuten ist der Stollengang beendet und über eine Treppe erreicht man wieder das Tageslicht. Nach dem Besuch kann man sich im Boppenbistro stärken bei einer Tasse Kaffee und Kuchen. Andere Getränke werden natürlich auch angeboten.
Die Vereinigung Freunde des Schiefers wurde gegründet mit dem Ziel, die Erinnerung an die Schieferindustrie in der Gegend von Martelingen sowie im gesamten Großherzogtum aufrechtzuerhalten. Seit ihrer Gründung im Jahre 1992 haben sie sich im Aufbau des Schiefermuseums auf dem ehemaligen Gelände der Schiefergruben von Hochmartelingen gewidmet. Seit 2003 ist der Luxemburger Staat Besitzer der Schiefergrubenanlage. Die Vereinigung steht den verantwortlichen staatlichen Dienststellen für den Erhalt und die Konservierung des Schiefergrubenareals zur Seite.